Hallöchen, meine lieben Taschenmonster. Willkommen zurück zu meinem Minecraft Pixelmon Let's Play für den Samstag, den 26.10. Ja, jetzt gibt es eine etwas kürzere Folge, nämlich 10 Minuten. Der Grund ist, ich bin mal wieder zu voll gewesen. Ich habe bis 14 Uhr gepennt und ja, gleich am Anfang vom Rapidash angegriffen. Das ist doch mal ein schöner Start. Ich hoffe, dass heute mal meine Folge etwas synchroner wird. Also was die Facecam-Aufnahme betrifft. Ich habe da so mein Problem. Ich habe die letzten Male vergessen, nun einmal zu klatschen, damit ich den Synchronpunkt überhaupt habe. Und diesmal habe ich es nicht vergessen. Und ja, ich hoffe, diesmal wird es besser. Es ist, wie gesagt, eine 10-Minuten-Folge. Und ja, freut euch auf morgen. Heute Abend nehme ich nämlich mit Kurito wieder eine Let's Play Together Folge auf, die dann morgen am Sonntag, den 27.10. rauskommt. Und ja, freut euch einfach drauf. Es wird wieder mit dem Bau von Latania City weitergehen. Unser Klurak ist eine Stufe höher auf 51. Ja, hat einen Spezialattack von 129 und eine Initiative von 116. Gut. Nicht so gut wie mein Klurak in X und Y, aber immerhin gut. Ja. Dementsprechend begebe ich mich jetzt aber erst einmal zurück nach Latania City, damit ich für die Aufnahme nachher nicht so weit laufen muss. Und es gibt, by the way, auch ein neues Status-Update zum nächsten Pixelmon-Update. Ich habe eben gerade vor dieser Aufnahme mal wieder die Pixelmon-Seite gecheckt und wir werden jetzt von Flotri angegriffen. Und die Seite hat, ja, der Mr. Majorism, wie der Main-Entwickler heißt, hat angekündigt, dass die Beta-Phase beendet ist, auch sehr komfortabel abgelaufen ist, viele Fehler bereinigt werden konnten und der Release des Updates in den nächsten 24 Stunden erfolgt. Also könnt ihr Glück haben, dass ab Montag beziehungsweise ab Dienstag, weil Montag ist wieder Saints Row dran, wo wir beinahe zu Ende sind. Ja, dass ab Dienstag dann halt, ja, mit der neuen Version gezockt wird, wo einige Models überarbeitet wurden, wo neue Kampfsequenzen, also diese Kampffenster und Lootfenster etc. eingebaut werden. Ich werde natürlich am Dienstag die Seite wieder verlinken oder erneut verlinken mit dem Update, mit den Patch Notes, was sich da geändert hat. Und ich finde, das ist natürlich eine sehr gute Option, um gleich weiterzumachen, nachdem wir mit Saints Row 4 fertig sind. Saints Row 4 bin ich jetzt gerade in der vorletzten Mission. Laut meines Kenntnisstandes. Denn ich habe ja auch fleißig von Gronkh, Sarazar und anderen Let's Playern die Let's Plays verfolgt. Und dementsprechend weiß ich, dass ich fast am Ende bin. Ich werde mir danach aber nicht nochmal erstmal eine Pause mit einem anderen Let's Play einlegen. Ich werde nichts anderes bringen. Ich werde mich dann erstmal auf Minecraft Pixelmon konzentrieren. Let's Play Together sowie Solo. Und ja, das nächste würde dann Assassin's Creed 4 sein, Ende November. Bin ich mir aber halt noch nicht sicher. Ich will mir erstmal einen Monat Pause gönnen von einem anderen Let's Play. Es ist doch ziemlich, ja, anstrengend, zwei Let's Plays, zwei Spiele zu spielen. Eins im Endlosmodus, also es wäre Minecraft Pixelmon, und das andere dann halt storytechnisch durchzuspielen. Nur, naja, ich habe gestern mit mir gerungen. Ich habe Batman Arkham Origins bekommen und ich musste mit mir ringen, nicht da gleich ein Let's Play wieder draus zu machen. Ich als Batman-Fan gebe mir das Spiel erstmal solo. Außerdem, es ist, der Release ist zwei Tage her, da bin ich ein bisschen spät dran, wie ich mit Saints Row damals auch da festgestellt habe. Da habe ich ja eine Woche später angefangen und das habe ich sehr schön gemerkt. Und ja, ich würde mal dementsprechend sagen, seid mir nicht sauer, wenn ich nicht anfange mit Batman Arkham Origins oder mit dem Spiel, was mich besonders freut, was endlich für den PC draußen ist und was ich auch bekommen habe, ist Naruto Ultimate Ninja Storm
3, beziehungsweise Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ich spiele es nebenbei auf dem PC, es sieht besser aus als auf der 360 und auf der PS3. Ich muss nochmal alles von vorne durchspielen, weil ich mein Savegame logischerweise von der 360 nicht auf dem PC übertragen kann, wo ich alles freigeschaltet habe, und jetzt wird natürlich auf dem PC für mich gezockt. Vielleicht werde ich da mit Kurito hier und da mal ein kleines Battle, wenn wir es schaffen, online miteinander zu kämpfen, aufnehmen und als kleines Leckerli euch mal vor die Füße werfen. Ich kann es euch nicht versprechen, ob es klappt. Ich warte einfach mal ab und ihr bitte auch. Ich verspreche noch nichts, aber ich werde mich bemühen, dass ich irgendwas in die Richtung schaffe. Ein kleines Update für zu meinem Minecraft, ja, zu meinem Chick, was meinte ich denn jetzt? Bah, Faden verloren. Zu meinen Let's Play technischen Zukunftsplänen. Ich habe zum Beispiel vor dem halt Assassin's Creed 4 zu Let's Playen. Assassin's Creed 4 Black Flag kommt für den PC, worauf ich bisher alle Spiele gezockt habe von Assassin's Creed. Ausnahme des dritten Teils, da konnte ich nicht warten und habe es mir für die 360 gekauft. Kommt es dann für den PC am 22. November. Und ich bin da, wie drücke ich mich aus, ohne irgendwie komisch zu klingen. Scheiß aufs komisch klingen, ich bin so rattig auf Assassin's Creed 4. Das glaubt ihr mir nicht. Nach dem Ende von Teil 3, ich will nichts spoilern, es hat aber derbe geschockt, habe ich derbst Lust auf Teil 4. Wir wissen schon einige Hintergrundinformationen, die, wie zum Beispiel, dass wir einen, hoppala, Entschuldigung, einen Abstergo-Angestellten in der Gegenwart nach, ja, zeitlich nach Assassin's Creed 3, also nach dem 21.12.2012, spielen werden, und das war wohl kein Wiedersehen mit Desmond haben werden. Wer den Teil 3 gespielt hat, der wird wissen, warum. Wenn Assassin's Creed 4 rauskommt und ich sollte ein Let's Play damit davon anfangen, würde ich sagen, werde ich dann erzählen, was im dritten Teil gekommen ist. Ansonsten, wenn ich da wieder zu langsam bin mit dem aktuellen Spiel und zu langsam bin, die Framerate wieder einzufangen, wird es dementsprechend sowieso erzählt, was zuletzt passiert ist. Zu Minecraft selber ist jetzt die Version 1.71 als Snapshot, also als Beta-Release, erschienen, und ich muss sagen, diese Minecraft-Version 7.1 verspricht viel, hält viel und ist auch angenehmer zu spielen. Inwiefern angenehmer zu spielen, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Es gibt so gut wie keine Ruckler mehr. Die haben endlich die Engine von Minecraft, also die Java-Programmierung, gefixt, so dass diese Framerate-Einbrüche, wie ich sie hier immer in Minecraft Pixelmon habe, nicht mehr existieren. Darum will ich hoffen, dass, wenn 1.71 rauskommt, die Minecraft Pixelmon-Macher auch ein Update für diese Version dann rausbringen, dass ich vielleicht, ich muss mal ausprobieren mit der normalen, also ein paar Shader installieren kann und dann mit Shadern spielen, wie ich es letztendlich geplant hatte, aber mein, ja, kleiner Rechner es nicht zulässt. Ja, dementsprechend sage ich mal, freut euch auf die kommenden Tage. Es wird auf jeden Fall schön. Freut euch auf Mr. Nerd mit der nächsten Minecraft Pixelmon Version. Freut euch auf die Pixelmon Folgen generell, wenn ich mit Saints Row 4 zu Ende bin und meine volle Konzentration auf dieses endlos Projekt Minecraft Pixelmon in der neuesten Version dann halt richten kann, um euch vielleicht noch ein besseres Zuschauererlebnis zu bieten, als ich momentan biete. Ich will mich verbessern, und das wird dann auch möglich sein, wenn ich kein anderes Projekt im Hinterkopf habe. Es wird aber demnach, muss ich ankündigen, alle 2 Tage dann nur eine Minecraft-Folge geben, weil ich gemerkt habe, es ist stressig, 2 Let's Play-Projekte zeitgleich zu machen und jeden Tag ein Video rauszuhauen. Dann möchte ich lieber für Minecraft Pixelmon dann einen Tag Pause haben, wo ich die Folge dann wirklich rendern kann, mich austoben kann, was Effekte angeht, etc. pp. Da verzeiht mir bitte, aber es muss sein.
Qualität steht über Quantität für mich. Und je besser meine Videos werden, desto froher sind meine Abonnenten, also ihr. Und umso zufriedener bin ich am Ende dann auch wiederum. Und ja, seid gespannt. Ja, ich bleib hier jetzt einfach mal stehen. Ich verabschiede mich für diese kurze Folge. Entschuldigt bitte, dass es nur 10 Minuten wirres Gelaber geworden sind. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Morgen am Sonntag kommt eine Let's Play Together Folge mit Kurito und dem Weiterbau von Vertania City raus. Und ich glaube, meine Brille, die reflektiert etwas. Die nehme ich mal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für die Let's Plays zum Einschlafen hören. Und dementsprechend, ja, bleibt nerdig auf dem Weg zum Pokémon-Meister. Und wer mit mir in Pokémon X-Y gerne mal über den DS kämpfen oder tauschen möchte, schreibt mich bitte privat an. Ich habe nichts dagegen, meine Freundschaftsliste ein bisschen mit meinen Abonnenten zu füllen. Denn es wird einige geben, die Pokémon X und Y spielen. Sonst würdet ihr ja auch nicht die Pokémon-Mod für Minecraft gucken, ne? Dementsprechend bleibt nerdig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Mr. Nerd. Das ist Inside Gaming. Bis dann. Ciao. Ja, das war's für eure Mr. Nerd mit dieser Minecraft-Pixelmon-Folge mal wieder. Etwas kurz geraten, weil heute Abend halt eine Let's Play Together-Folge aufgenommen wird für den Sonntag, den 27.10. Und ja, das ist meine Faulheit, das gebe ich gerne zu. Also stellt mich an den Pranger. Hier geht es wieder links zur letzten Minecraft-Pixelmon-Folge. Rechts geht es zu einer der letzten Saints Row 4-Folgen. Bleibt nerdig.